Ich weiß nicht, ob die mehrere Ausgänge hat oder so. Fleiß und Fokus sind das Geheimnis toller Spieler und toller Teams. Und das will ich von euch heute sehen. Okay, klar, Meister. Flanken verwerten. Okay, wir können nur ein Training machen. Was? Natürlich Training beginnen. War gerade voll überfordert. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir easy hin, glaube ich. So, ich frage mal wieder selber. Eventuell ein bisschen. Ja, müssen wir. Oh, das war nicht ganz so geil. Bam, nice. Ich würde mal das immer flanken, weil ich flank immer mit L1 und Viereck. Komm, wenn ich jetzt so mit Viereck mache. Oh, es wird knapp. Ja, und jetzt war ich mit L1 und Viereck. Oh, schlechtes Beispiel. Ich meine natürlich jetzt mal mit L1 und Viereck. Ich finde irgendwie die kommt besser. Ich weiß nicht warum. So knapp. Ach komm, ja, machen wir doch. Egal, was ich letztens gesagt habe. Es geht. Schönes Ding. Irgendwie mit L1 und 4 bin ich besser berufen. Mehr Einsatz willst du haben? Dann kriegst du mehr Einsatz, Fräulein. Wow! Richtig geiles Ding. Richtig geil. Bam! Schön. Exzellenter. Maximotor. Schön. Über 10.000 auch noch gekommen. Der haut doch ein paar Bälle manchmal raus. Ach, die sind noch mehr. Und BAM! Also noch nicht mehr 11 gekommen. Alles egal, wir haben exzellent. Das soll man nicht natürlich wegwerfen. Ich darf nur ein Training mitmachen. Bestimmt wegen der Verletzung oder wir uns ein bisschen schonen müssten. Mal gucken. Startelf ist ein bisschen gestiegen. Sprich, nächstes Game sind wir bestimmt wieder mittendrin, statt nur dabei. Aber was steht hier? Mutti! Mein junger Mr. Alexander ist heute bei Norwich in der Stadt. Immer nur bergauf, anstatt bergab. Das ist gar nicht so matt, Schachmatt mit was. Jetzt reicht es aber. Guck mal, der hat kein Bild drin. Der ist kopflos. Jetzt reicht es aber. Tottenham spielt euer Potenzial aus. Holt doch Mr. Alexander zurück, wenn ihr neue Energie braucht. Er steckt unseren Vorschlag. Ganz ehrlich, wenn er hier mit drin ist, Walker, dann ist es vorbei. Das ist wieder Konkurrenzkampf. Das ist nicht so geil. Oh, diesmal sind wir vor Williams, davor war hinter Williams. Aber egal, wir machen rein, aber nicht raus, doch wir machen rein. Aber nicht raus, wir verbrennen das Haus von Leeds, was ist los mit dir? Komm hier weg damit, wir wollen zocken, wir wollen spielen hier. Willkommen zum Spiel. Moin. Und Frank Buschmann begrüßen Sie, heute ist der 5. November. Da wird im Vereinigten Königreich die Bonfire Night auf der Guy Fawkes Day genannt. Gefeiert. Sky Fox, ey. Also Feuerwerk, oder? Okay, komm. Jetzt kriegst du Feuerwerk. Einfach weiter, weiter, weiter. Oh, die Trikots sehen geil aus. Gut, jetzt geh einfach noch voll rein. Einfach nur rein. Wir sollen zwar ein bisschen zurückfahren, aber. Oh, der Ball, ey. Der kann man richtig an den Düst. Wir müssen vorn bleiben, auf jeden Fall. Der Angriff ist erstmal vorbei. Mir gefallen die Trikots richtig gut. Richtig gut. Ja, nee, brauchen wir hier darin. Wir warten vor ein bisschen, bis wir den Ball kriegen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Hier oben. Ah, komm mal da ran. Nee, kommen wir nicht mehr ran. Schade. Brauchen wir nicht unser Ausdauerverspiel dafür. Von daher. Lass ein bisschen laufen. Alex. Bin noch ganz großer. Wenn man schaut, Ibrahimovic auf ihn hinab und denkt sich so, ja boy, du bist der nächste Uri Geller. Hier oben. Oh, schönes Ding. Sie suchen die Lücke. Können wir es vielleicht sogar solo machen? Oh, schönes Ding. Ein schöner Versuch, Alex. Wäre schon gerne, wenn wir ab und zu mal Ball bekommen würden. Ich möchte nicht die ganze Ausdauer verspielen, ehrlich gesagt. Was kann man schnell nach hinten losgehen?
Schön mal. Und um. Jetzt um, jetzt um, jetzt um. Ein bisschen kurz, würde ich sagen. Der Ball kommt. Schön. Oh, weil Danny ist ganz schön groß, das gefällt uns. Wir können ein bisschen von außen rein spielen, per Flanke. Kopfball, Flanke, Tor. So stell ich mir meine... Oh, sorry, ich weiß, ich weiß. Aber egal. Who cares? We give a fuck of them. Ah, das war's. Na komm, machen wir einfach oder machen die einfach? Okay. Wir müssen vorne der Spitze ein bisschen stehen, so mittig. Mulumbu. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. Ah, den konnten wir nicht kriegen. Weil wir haben nicht mal einen Pass angefordert. Die sehen einfach, okay. Wir müssen was machen. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Ja, Mann, eindeutig. Schluss mit ihm. Ich geh ein bisschen weiter hier unten hin. Ja, wir sind ja so zugestellt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wir müssen irgendwo ein bisschen Freiraum kriegen. Im Moment ist da kein Durchkommen. Hier unten. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Hier stehen wir. Schöner Pass. Schön. Da zieht er ab. Yes! Damit sind sie in Führung. Also, ich werde nichts sagen, ja, aber aus dem Torschuss wurde eine Vorlage. Er wurde nicht als Vorlage angesehen, leider. Mulumbu. Mulumbu. Die Namen sind immer geil für den Spieler. Da sind wir die Insekten, die deutsche Post hier unterwegs. Da. Leicht abgefälscht. Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Mulumbu. 30 Minuten Tor. Kann man machen. Na komm, kann man hier irgendwas machen? Ja, man kann ja einschauen, ob man offensiv spielen will, leider. Natürlich mega nice gewesen. Hier steht er vorne. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Hier oben stehen wir. Alex Hunter. Auch schön Pass. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu schön, entwickeln. Schön. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Perfekt. Flanke. Jetzt die Flanke. Ah! Hier ist abgefälscht, war kein nichts für. Dafür kriegen wir Minuspunkte. Gibt's denn beide Schiffe, euer verdreht? Egal. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Super Timing, den Ball holt er sich. So, jetzt gucken wir mal. Hier oben stehen wir, ganz weit oben. Mulumbu. Schön gemacht. Alex Hunter. Wird das seine Tor? Wunderbar. Yes, yes, yes. Ah, schade. Ey! Was ist los mit dir, du Affe? Komm her! Mensch. Ah! Schön Ball wieder. Aufgepasst vom Verteidiger. Hier auch nochmal. Um. Und Williams. Alex Hunter. Ah. Schade. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kann ja, die Schlampe, sag ich schon. Die Flanke war echt ein bisschen schlampig. Schön bedrängt, schön bedrängt, schön bedrängt, schön bedrängt. Kriegt er uns hier vorne? Oh. Ich würde mal gern. Hier, um. Ah! Oh, schön ab die 5 Schiri. Zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Oh. Sehr, sehr ordentlich gemacht. Da ist Mulumbu, da ist Williams und wir sind irgendwo am Arsch. Jetzt haben sie alle. So, was sagt unser Trainer bei Scheibenpässe, zu zeigen, was in ihr steckt. Klasse Kurzpässe heute. Gute Querpässe, da hilft das Verteidigen des Ballbesitzes und Involvieren des Spielgeschehens. Ja, das wird nicht da hilft. Schluss mit mir. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Ja, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Da passt um, 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 um. Perfekt. Pass. Nochmal Pass. Schön. Nochmal Pass. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah, ist wirklich einmal zu viel. Da steht die Abwehr. Kurz noch ein bisschen Druck, jetzt noch ein bisschen Druck. Das Schlimme ist, wir sind zu weit vorne. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Oh, schade. Schön. Die Gäste werden wechseln. Hier hin. Jetzt über Williams. Schöner Pass, schöner Pass. Mulumbu. Schönes Ding. Da passt der Torhüter auf. Schöner Pass. Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Hier vorne. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Keine einfach zu halten. Ach doch, abseits. Das war kein Abseits, Mann. Da weiß ich gar nicht.
Ist auf jeden Fall die 46. Minute. Müssen wir mal gucken, dass wir mal wenigstens ein Tor machen. Weil ehrlich gesagt möchte ich mal Kevin wiedersehen. Schön, schön. Wir kommen ja auch nicht irgendwie raus. Ah! Ich glaube, ich bin überfunkt, ja, schon passt zu sagen, was los ist dir. Wir haben drei gedrückt für einen für Steilpass und keine Flanke. Viereck, mäßig. Flanke, Kaffee, Nochmal Pass. Schön, ah, fuck. Das war mega kacke für uns, Irgendwie, habe ich das Gefühl, wir sind schwächer geworden. Weil, was, Passabgabe sage ich schon, wir sind mega frei. Richtig schöner Pass. Oh, Mann. Was ist da los? Wir sind einfach gegen Spieler gerannt. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. So, ja, ein Einwurf kann echt Gefahr bringen. Schöne Flanke. Ja, wir sind Stürmer. Nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vom Abwehrspieler. Hier oben, oben. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der auch wieder schöner Pass. Ja, Pass. Mega schön, mega schön. Wir trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Hunter. Ah, komm. Und jetzt die Chance. Ja. Ah! Oh Mann. Da. Er hat zu schwach geschossen, leider. Schade. Hätte klappen können, aber. Schön abseits vorne. Hier oben steht er. Hier oben. Hier oben. Ganz weit oben. Ja, warte, schwach, oder? Ah! Mann! Scheiße. Wir müssen mal ein bisschen hier reinmachen. Wow. Boah, wie knapp das war. Boah, dann nicht viel fehlt. Ich stehe hier vorne. Wir kriegen keinen Ball mehr ab. Den Ball leitet er weiter. Hier oben. Oben. Naismith. Das könnte gefährlich werden. Du. Alexander. Ah. Der Torwart hält und das heißt. Ich glaube, der wäre auch rübergegangen. Mal gucken kurz. Aber er hätte runterpassen sollen. Ja, frei. Der wäre rübergegangen. Hier vorne stehen wir. Alles ausgeglichen hier. Oh, Mist. Vor allem, wir haben Platz gehabt, das ist das Problem. Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es ist nur ein 1-0. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, schon Tor rausholt, Oh, ganz schön kurz runter. Oh. Heilalalala. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Ja, hier ist echt alles Mögliche. Das ist ein richtig komisches Spiel hier gerade. Wir sind hinten, voll bedrängt, wir werden. Ich leg mich fest, der wäre drin gewesen. Der wäre zu 100% drin gewesen. Nein. Schieß weg mal. Wir stehen hier vorne. Nein! Ah! Ah! Ja! Oh Mann! Oh! Die hätten mir nach hinten gehen sollen, ganz ehrlich. Komm. Pass mal direkt zu mir. Wollen wir durchrennen? Ah, Mann. Ah, Mann. Es ist nur ein Unentschieden. Es ist nur ein fucking Unentschieden. Komm, das wollen wir nicht sehen. Hier, als Schirmer musst du nicht für das Tor ziehen, musst du Ballbesitz angezogen halten. Da musst du arbeiten. Ja, das wissen wir, aber irgendwie kommen wir gerade nicht dazu. Das ist voll komisch. Und 1,50 von Derby County.